zum Dreisat-Festival aus der Festhalle in Frankfurt. Willkommen hier zu KI, künstliche Idioten. Worum geht es? Um den Fortschritt, der menschliche Fortschritt. Und da habe ich gleich mal eine gute Nachricht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat Deutschland kürzlich zur innovativsten Nation der Welt erklärt. Ja, natürlich, ich komme aus dem bayerischen Odenwald. Amorbach im Odenwald. Was hat die Welt uns Bayern nicht alles zu verdanken? Die Waschmaschine, das Röntgengerät, der Schraubstollen, das Elfmeterschießen, der FC Bayern München, was für ein Verein. Wie schafft man mit so viel Erfolg so wenig Sympathie? Ja, ich habe ja im Internet gelesen, kürzlich Verstorbenen tut man in Dortmund ein FC Bayern-Schal auf die Brust legen, ja, um zu gucken, ob sie wirklich tot sind. Wobei, die größte Erfinderdichte finden wir natürlich in Baden-Württemberg. Das Auto, das Fahrrad, der Alleskleber, der Dübel. Das Solarium, ja, 1975 wurde das Solarium erfunden. 2013 der erste AfD-Landesverband. Das war der konsequente Schritt von der Sonnenbank zum Selbstbräuner. Ich finde die großartig. Ja, da kann man klatschen, ja, oder? Also. Nein, das sagen Sie natürlich. Moment mal, die AfD, die wurde doch in Hessen gegründet. Vollkommen richtig. Deswegen, wenn der Hesse eine Idee hat, dann Vorsicht. Die Kernspaltung, der Raketenantrieb. Die drahtlose Telegrafie. Ohne Karl Ferdinand Braun gäb's kein Handy, gäb's keinen Fernseher. Also wenn ein Volk irgendwo verblödet, steckt wahrscheinlich ein Hesse dahinter. Das Telefon. Johann Philipp Reis schafft es 1861, die erste stehende elektrische Fernsprechverbindung aufzubauen. Und zwar mit dem Satz, das Pferd frisst kein Gurkensalat. Habt ihr das gewusst? Das ist wirklich der erste Satz, der jemals in Deutschland telefoniert wurde. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Und wenn man den Gesprächen unserer Zeitgenossen im ICE so lauscht, also viel mehr Niveau ist auch nicht dazugekommen, muss man sagen. Ja, das Telefon ist ein wunderschönes Beispiel für das erste Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Das erste Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Das lautet, Fortschritt ist weder gut noch schlecht, oder? Viele Leute denken immer, beim Fortschritt alles besser. Quatsch, beim Fortschritt erstmal alles nur anders, oder? Gebrauch und Missbrauch liegen eng beieinander. Deswegen bitte, ich hoffe, ihr habt euer Handy jetzt wirklich ausgeschaltet. Bitte, schaltet euer Handy aus. Nehmt es als Chance. Neulich habe ich 2 Wochen lang in Berlin gespielt. Jeden Tag war dasselbe Mann-Mann-Show. Immer war dasselbe Mann-Mann-Show. Da hat irgendwann gesagt, Mensch, wir sind aber ein großer Theaterfan. Hat gesagt, nee, eigentlich gar nicht. Aber er sagt, das Theater ist der letzte Ort, wo sein soziales Umfeld akzeptiert, dass er mal nicht erreichbar ist. Er sagt, dieser Teil, wo er das Handy ausschalten soll, das findet er total super. Er hat zu mir gesagt, wenn ich jetzt noch die nächsten 2 Stunden meine Klappe halten würde, wird der Abend für ihn eigentlich perfekt, hat er gesagt. Also, schalten Sie das Handy ab, ja, wenn Sie dazu noch fähig sind. Ja, manche Leute können es ja gar nicht mehr, oder? Natürlich, ja, 2 Stunden auf eine Sache zu konzentrieren, kriegt man gar nicht mehr hin. Ja, im Kabarett genauso. Spätestens nach einer halben Stunde klotzt irgendjemand auf sein Handy. Und man denkt sich, was klotzt du jetzt auf dein Handy? Was machst du jetzt? Netflixen? Kennen Sie Netflixen? Ja, das ist Verb von Netflix. Ja, habe ich zum ersten Mal gehört, am Telefon. Was machst du denn gerade? Netflixen. Ich habe es erst gar nicht verstanden. Ich habe erst Netwixen verstanden. Habe ich ja auch gar nicht erstellt. Willst du vorbeikommen? Nein, wenn du eh nicht wickst. Na, das Handy, ja, zeigt sehr schön, was man in der Wissenschaft unter dem Diktat des Fortschritts versteht. Diktat des Fortschritts. Oder besser bekannt als das zweite Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Was da heißt, ja, aus jedem Können wird irgendwann ein Müssen, oder? Natürlich, Handy heißt nicht, man kann überall erreichbar sein. Man hat gefälligst, überall erreichbar zu sein. 42% der Deutschen benutzen ihr Handy regelmäßig auf der Toilette. Ja, neulich schallt es neben mir aus der Kabine. Schatz, ich muss jetzt aufhören. Schatz, können wir da später drüber reden? Nein, ich möchte der Diskussion nicht ausweichen. Ich möchte meinen Hintern abwischen. Verdammt. Wieder aber um Gottes Willen. Ja, Frankfurt, nichts gegen Handys. Ne? Noch schlimmer sind die Leute, die über alles, was sie nicht kennen, den Kopf schütteln müssen. Kennt ihr so Leute, oder? Bei mir, Amorbach im Odenwald, alles, was der Bauer nicht kennt. Ja, aber so Leute gab es auch schon immer. Wahrscheinlich gab es schon alte Ägypter, die vor 5000 Jahren am Nil gestanden sind und für diesen ganzen Papyrus-Wahnsinn kein Verständnis hatten. Ja, Papier, weil alles aufgeschrieben muss. Oder alles muss heute aufgeschrieben werden. Früher hat man für den Satz, ich liebe dich, mein Schatz, mit Hammer und Meißel eine Woche gebraucht. Da hat man sich überlegt, ob man so einen Scheißtrick überhaupt schreiben will. Ja, und 5000 Jahre später sagt mein Vater, oder diese Mail, immer diese Mailerei, oder? Weil dort alles gemailt werden muss, oder? Weil niemand mehr Briefe schreibt. Neulich habe ich so einen wunderschönen Brief geschrieben. Stilistisch war der geradezu perfekt. Hat gesagt, wem hast du denn geschrieben? Ja, dem Nachbar. Warum bist du denn einfach rüber? Ah, weil ich mit dem Arschloch doch nichts mehr rette, hat er gesagt.
Dabei ist doch gerade dieser Erfindungsreichtum, der uns Menschen überhaupt erst zu Menschen macht, oder? Denkt mal nach, als Tiere sind wir Menschen totale Pfeifen. Wir sind nicht besonders stark, wir sind nicht besonders schnell, wir haben keine Reißzähne, die uns verteidigen, kein Fell, das uns wärmt, aber wir haben Technik. Anthropologen sagen, Werkzeuge dienen quasi heute als Organersatz. Werkzeuge sind Organersatz, versteht ihr? Ein Reißzahn ersetzt das Messer, ein Fell, eine Jacke ersetzt das Fell, ein Propeller ersetzt den Flügel. Wobei ich mich in letzter Zeit oft gefragt habe, welches Organ ersetzen wir eigentlich durch diese verdammten Laubbläser? Mein Nachbar zum Teil, 20 PS, 20 PS, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Der Mann kann selbst bei Sturm das Laub gegen die Windrichtung blasen. Und das Ding macht einen Lärm. Ja, ist schon ein bisschen geräuschvoll. Ich habe gesagt, was heißt die geräuschvoll? Gerade ist eine Nachtigall mit Hörsturz aus der Hecke rausgeblumst. Oder ein Garten soll doch ein Ort der Ruhe sein, der Kontemplation, der stillen inneren Einkehr. Ich meine, welches Gedicht hätte Eduard Mörike geschrieben über unsere Gärten? Der Nachbar lässt den Rasenmäher wieder knattern durch die Lüfte. Benzin und Diesel ölig Düfte stinken ahnungsvoll im Land. Gartenhäcksler träumen noch, wollen balde strotzen. Hörst du von Weitem die Kettensäge schon? Frühling, ja du bist, dich find ich zum Kotzen. Ja, der Laubbläser illustriert sehr schön das dritte Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Ja, in jeder Lösung eines Problems liegt schon die Ursache vom nächsten Problem. So sieht's aus, oder? Aber bitte, ich bin ja technikfeindlich. Ich weiß, ich klinge sehr schnell technikfeindlich. Das bin ich nicht. Und selbst wenn es so wäre, es ist ja ganz egal. Dem Fortschritt ist es vollkommen egal, ob Sie den jetzt irgendwie gut finden oder schlecht finden, oder? Fortschritt passiert. Da brauche ich kein Gesetz dafür, das ist einfach nur Wettbewerb, das ist Kapitalismus. Ja, natürlich, das Bessere ersetzt das Schlechtere. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. So sieht's aus, gell? Und bitte, bevor ihr euch über mich ärgert, immer dran denken, ich habe doch keine Ahnung, bitte, von Technik habe ich absolut keine Ahnung, wirklich. Handy, wenn ich ein neues Handy habe, muss ich wie Heinrich IV. Nach Canossa zu meinem Neffen pilgern. Hä? Damit der mir das einrichtet. Und der Kerl ist 4 Jahre alt. Ja, Rauchmelder, der Vermieter hat mich wochenlang genervt. Hätten Sie den Rauchmelder schon angebracht? Mache, ist Vorschrift. Hab gesagt, ja, haben Sie die Hauswaldung schon wegen der kaputten Heizung angerufen? Ja, mach ich noch. Hat er natürlich nicht gemacht. Ergebnis, Mitte Dezember an der Decke 3 Rauchmelder, aber im Raum Temperaturen, wo man sich über Feuer eigentlich eher freut, muss man sagen, ja. Ja, und auf einmal hat das Ding getutet. Da. Ich bin die Wohnung auf und ab. Es hat nirgendwo gebrannt. Ich habe gesagt, Schatz, was nützt mir denn ein Rauchmelder, wenn dieser Rauchmelder nicht mehr unterscheiden kann, ob es hier brennt oder ich einen Marmorkuchen verkokse? Ja, und ich habe das Ding nicht ausbekommen. Ich habe das blöde Ding nicht ausbekommen. Ja, ich bin auf der Leiter gestanden. Ich habe es nicht ausbekommen. Hat meine Frau zu mir gesagt, war da keine Gebrauchsanweisung dabei? Ja, natürlich war da Gebrauchsanweisung dabei. Hast du die Gebrauchsanweisung gelesen? Natürlich. Natürlich nicht. Entschuldigung, ich bin ein Mann, okay? Oder? Männer lesen keine Gebrauchsanweisungen. Ein Satellitenreceiver, sowas erklärt sich von selbst. Ja, spätestens um Mitternacht wühlt man sich durchs Altpapier. That's the way it is. Ja. Aber Kinder, da kommen wir doch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ihr müsst doch zugeben, wir alle, wir benutzen die Früchte des Fortschritts. Aber wir haben keine Ahnung, wie sie funktionieren, oder? Natürlich, wissen können heißt noch lange nicht wissen wollen. Nehmen wir zum Beispiel mal Impfen. Impfen ist für die meisten Menschen heute eine absolute Selbstverständlichkeit. Ja? Selbst bei mir im Odenwald. 90% der Odenwälder haben einen Impfschutz. Was erstaunlich ist, weil der Odenwälder ist wahrscheinlich die einzigste Lebensform, wo der Parasit vor dem Wirt mehr Angst hat als andersrum. Ja. Ja, aber was haben sich Impfpioniere wie Pasteur am Anfang für Beschimpfungen anhören müssen? Bis heute, ich schwör's Ihnen, wenn Sie als Komiker einen Witz über Impfgegner machen, am nächsten Tag bricht die Hölle über Sie herein. Ja, aber bitte an alle Impfgegner draußen, bitte, ich bin da nicht objektiv. Ich bin da zugegebenermaßen bei dem Thema nicht objektiv. Versteht ihr? Ich komme aus einer Medizinerfamilie, bin ausgebildeter Rettungssanitäter.
habe mein Studium im Krankenhaus finanziert, Biologie studiert, Nebenfach Immunologie. Also alle so Dinge, wo ein Impfgegner sagt, Mensch, der Mann, der kann ja gar nicht mitreden. Ne? Ja, ich meine, was brauche ich, ein Hochschulstudium, wenn mein Heilpraktiker eine Homepage hat? Ja, Sie kennen vielleicht den Witz, Renate, sind das die Masern? Nein, das sind treue Punkte vom Homöopathen. Ja, da kann man klatschen, ja. Sehen Sie, das ist das vierte und wahrscheinlich wichtigste Webersche Gesetz des menschlichen Fortschritts. Fortschritt bedeutet, der Mensch verlässt das Stadium der Unwissenheit und endet in einem Zustand Ignoranz. Die Frage ist nur, können wir uns diese Ignoranz in Zukunft noch leisten? Ich meine, schau dir mal um, was da alles da draußen passiert. Die Welt stürmt immer schneller voran, oder? KI, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Gentechnik, Robotik, natürlich Robotik. Wenn ich mir meinen Vater anschaue, oder? Hörgerät. Herzschrittmacher, künstliche Insulinpumpe, das ist kein Senior mehr, das ist ein Cyborg. So sieht's aus. Ja, Hüfte aus Titan, Knie aus Chrom, 12 Stands aus Silberdraht. Ja, der hat mehr Edelmetall im Körper als die Bundesbank im Keller. Ja, wenn der mal stirbt, müssen wir nur ausmachen, wer bekommt das Haus und wer bekommt die Leiche.